Ich grüße euch, Freunde des Antitoast, und willkommen zurück zu Dead by Daylight. Ich habe vor einiger Zeit ein Video hochgeladen, wo ich darum rede, dass vielleicht eventuell bald ein Spinnenkiller in Dead by Daylight kommen könnte. Ich habe dazu ein paar Hinweise gezeigt und erklärt und auch ein paar meiner eigenen Ideen einfließen lassen in diese Theorie, sage ich mal. Und das kam sehr gut bei euch an. Und wer das Video übrigens noch nicht kennt, ich werde es in der Videobeschreibung verlinken. Könnt ihr euch mal anschauen, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Und das heutige Video ist quasi eine kleine Fortsetzung davon, denn ich möchte euch so ein bisschen zeigen, wie könnte so ein Spinnkiller meiner Meinung nach aussehen, beziehungsweise Attribute, Perks und Power, ja. Und dazu habe ich hier ein bisschen was vorbereitet. Also wie alle Killer hat auch der Spinnenkiller, ich nenne ihn einfach mal Arachne, drei Teachable Perks. Die Attribute sind Geschwindigkeit 4,6 Meter die Sekunde, also normale Trapper-Geschwindigkeit, Terrorradius 32 Meter und die Größe ist groß. Seine Power ist der wilde Biss. Und was es mit den ganzen Stats hier auf sich hat, das werden wir jetzt im Einzelnen besprechen. Wir fangen an mit den Perks. Und da haben wir einmal den Perk Böser Blick. Deinem tödlichen Blick kann keiner entgehen. Wird ein Überlebender auf irgendeine Weise verletzt, aktiviert sich Böser Blick und offenbart die Auren aller Überlebender, die im Umkreis von 24 Metern um den verletzten Überlebenden stehen. Also ein kleines Aura-Reveal-Perk, sag ich mal. Wie gesagt, das ist alles Fanmade von mir. Wenn ihr dann noch eigene Ideen habt, vielleicht eigene Einflüsse, schreibt ihr auf jeden Fall mal in die Kommentare. Würde ich mich sehr darüber freuen. Also Böser Blick, ein Standard-Perk quasi mit Aura-Lesefähigkeit. Dieses Perk, wie schon gesagt, aktiviert sich, wenn ein Survivor verletzt wird. Und in einem Umkreis von 24 Metern werden Überlebende angezeigt, die um den verletzten Survivor stehen. Ich denke, das ist nicht zu stark und ein solider Effekt für einen Killer. Dann kommen wir zum zweiten Perk. Das ist das Perk im Netz gefangen. Dir entgeht nichts. Dein Netz informiert dich immer über Beute. Und wird ein Überlebender aufgehakt, blockiert im Netz gefangen drei Generatoren, die am weitesten Fortschritt haben. Im Netz gefangen kann viermal aktiviert werden. Also ein kleines Anti-Gen-Perk habe ich mir hier ausgedacht an der Stelle. Und ich habe als Vorbild habe ich mir genommen, und zwar einmal Geißelhaken, Schmerzensecho und einmal korrupte Intervention. Und die beiden habe ich so ein bisschen kombiniert quasi. Ich finde es eigentlich ziemlich cool, wenn man einen Survivor aufhakt und dann werden drei Generatoren mit dem weitesten Fortschritt blockiert. Und ich fand das aber auch ein bisschen zu stark, dass es halt immer aktiviert werden kann. Deswegen habe ich mir den Effekt von Geißelhaken noch mit dazu genommen, dass man das quasi nur viermal aktivieren kann. Und zwar für jeden Survivor einmal. Ich denke, das ist nicht zu stark und auch ein sehr solider Effekt. Also zumindest kommt er sehr solide rüber, wenn man sich das so durchliest. Und das dritte Perk ist Arachnophobie. Ja, bevor wir jetzt den Perk durchlesen, werden sich wahrscheinlich einige fragen, oh, Spinnkiller und er bringt Arachnophobie mit, ja. Denn die Krankenschwester bringt die Thanatophobie mit. Das ist übrigens die Angst vorm Sterben. Und der Clown bringt die Choreophobie oder wie man das auch mal ausspricht, mit. Das ist die Angst vor Clowns. Deswegen habe ich mir gedacht, es wäre nur sinnig, wenn die Spinne oder die Arachne auch die Arachnophobie mitbringt. Und Arachnophobie ist, glaube ich, mir ganz gut gelungen vom Effekt her. Sie haben alle Angst vor dir und das ist gut. Wirst du betäubt oder geblendet, aktiviert sich Arachnophobie und belegt alle Überlebenden im Umkreis von 32 Metern mit ahnungslos für 20 Sekunden. Überlebende, die von Arachnophobie betroffen sind, geben ihre Position preis. Ja, ihre Position preisgeben, das ist dieses Aufschreien. Der Killer sieht dann quasi diese Notification, als wenn man aufschreien würde. Das ist Position preisgeben. Und ich glaube, das ist ein sehr solider Effekt für einen Killer, generell für, also man muss ja Perks designen mit Hinblick darauf, dass viele verschiedene Killer sie am Ende nutzen können und werden.
Und ich denke, Arachnophobie mit so einem Effekt ist ziemlich nice. Da kann, glaube ich, keiner meckern. Generell glaube ich, dass die Perks mir sehr gut gelungen sind, was Balancing angehen würde. Aber dazu könnt ihr mir ja nochmal in die Kommentare schreiben, was ihr zu meinen erstellten Perks, also was ihr dazu denkt. Und vielleicht habt ihr ja noch Verbesserungsvorschläge. Beachtet aber, dass sie nicht zu stark sein dürfen auf der Killerseite, aber auch nicht zu frustrierend oder zu schwach wegen der Survivor-Seite. Ja, also wenn ihr mir Feedback geben wollt und eigene Einflüsse mit einfließen lassen wollt, beachtet bitte, dass sie so designt werden sollten, dass man sie wirklich im Spiel benutzen könnte. Ja. Und dann hat der Killer natürlich noch eine Fähigkeit, nämlich Wilder Biss. Und da kommen wir jetzt zu. Die Fähigkeit Wilder Biss. Halte die Stärke-Taste gedrückt, um Wilder Biss aufzuladen. Ist Wilder Biss aufgeladen, springst du einen Überlebenden an und belegst ihn mit Spinnengift. Wird ein von Spinnengift belegter Überlebender erneut von Wilder Biss getroffen, wird dieser verletzt. Ja, viele sehen schon Parallelen. Ich habe mir für diese Fähigkeit quasi Nemesis und Demogorgon genommen und die beiden quasi zusammengepackt, weil ich so im Kopf diese Arachne, die wir auch im letzten Video gesehen haben, wo der Observer quasi das quasi gesehen hat, wie die schlüpft, dieses große, balkige Spinnenwesen. Das habe ich halt im Kopf gehabt, während ich das hier so geschrieben habe. Und da habe ich mir gedacht, komm, das Demogorgon, das hat so Ähnlichkeit vom Körperbau und von Nemesis und vielleicht kann man das irgendwie alles kombinieren. Und das ist dabei herausgekommen. Die Spezialfähigkeit Spinnengift. Überlebende, die von Spinnengift betroffen sind, erleiden Erschöpfung und Blindheit, bis der Effekt aufgehoben wird. Also, ich habe noch was dazugepackt, im Gegensatz zu Nemesis. Gut, der hat ja seine Zombies. Aber der T-Virus-Effekt von Nemesis macht ja sonst nichts. Und das fand ich ein bisschen schade. Deswegen habe ich Spinnengift, Erschöpfung und Blindheit gegeben. Und zwar so lange, bis der Effekt aufgehoben wird. Oder haben wir noch eine Spezialaktion, nämlich das Serum. Zu Beginn jeder Prüfung erscheinen Serumbehälter. Überlebende können damit den Effekt Spinnengift entfernen. Also entfernt werden. Werden aber mit Killerinstinkt hervorgehoben. Serumbehälter füllen sich wieder auf. Dies dauert etwas. Also quasi, jeder Überlebende hat einen Serumbehälter, wie bei Nemesis. Da gibt es für jeden eine Kiste. Allerdings habe ich beschlossen, dass nach einer gewissen Zeit die Serumbehälter wieder aufgefüllt werden, was, denke ich mal, sehr sinnig ist, weil der Effekt Spinnengift ja auch Erschöpfung und Blindheit verursacht, also zwei andere Statuseffekte mit sich führt. Deswegen wäre es zu stark, wenn der Serumbehälter für immer leer bleiben würde. Und deswegen habe ich beschlossen, diese wieder aufzufüllen. Und ganz klassisch natürlich, wenn man Serumbehälter benutzt, wird man mit dem Killerinstinkt hervorgehoben. Das kennt man von Nemesis, das kennt man von Wesker auch. Und ich denke, das ist auch ein sehr solider und mittlerweile auch standardmäßiger Effekt bei solchen Killern. Ja, und das war im Grunde der Spinnenkiller, wie ich ihn mir vorstelle, wie ich mir seine Fähigkeit vorstellen würde, seine Perks und auch seine Attribute. Und was haltet ihr von meiner kleinen, Killer-Review, kann man schon fast sagen? Was haltet ihr davon? Bin ich übers Ziel hinausgeschossen? Wäre das zu stark für DBD? Wäre das zu schwach für Dead by Daylight? Oder habe ich vielleicht sogar genau die goldene Mitte getroffen, dass ihr sagen würdet, yo, das ist es, das klingt alles sehr, sehr nice. Und noch ein anderer Punkt wäre, im ersten Video quasi, also wo ich diese Theorie vorstelle, habe ich viele Kommentare bekommen. Das ist ja, hieß ja, sowas wird nie kommen in DBD. Weil viele Menschen leiden an Arachnophobie. Das ist tatsächlich richtig. Arachnophobie ist die meistverbreiteste Phobie unter Menschen. Und auch da habe ich mir vielleicht was überlegt, dass man vielleicht unter Barrierefreiheit einen Menüreiter einführen könnte, wo man dann quasi einen Haken reinsetzt, wo man dann quasi aussuchen kann, ob man mit diesem Killer gematcht werden möchte oder halt eben nicht. Und das heißt quasi, die Leute, die unter Arachnophobie leiden, könnten dann Haken reinsetzen und werden dann nie gegen diesen Killer spielen. Das ist erstmal nur so ein Grundgedanke quasi. Vielleicht ist er noch ausbaufähig, aber sowas könnte ich mir schon vorstellen, damit letztendlich doch ein Spinnkiller in DBD kommen könnte.
Also, jetzt seid ihr gefragt, liebe Freunde des Entitos, wie haltet ihr oder was findet ihr? Ist das eine geile Idee hier, was ich gemacht habe, oder ist das eher alles, na, weiß ich nicht, nicht gut genug, zu schwach, wie vorhin schon gesagt, aber vielleicht doch die goldene Mitte getroffen? Teilt es mir in den Kommentaren mit. Ich würde mich sehr darüber freuen, euer Feedback zu diesem kleinen Projekt hier zu lesen. Und dann würde ich sagen, wir hören uns in unserem nächsten Video. Und bevor ich mich aber ganz verabschiede, nochmal danke an meine Abonnenten. Danke, danke, danke an meine Kanalmitglieder, die mich auch finanziell unterstützen. In der heutigen Zeit gar nicht mal so selbstverständlich. Und ihr werdet gleich in den Credits erwähnt. Jetzt bin ich raus. Freue mich auf eure Kommentare. Wir hören und sehen uns im nächsten Video. Bis dann und ciao, liebe Freunde des Entitos.